Ab ins Gelbe. Das heißt es ab jetzt nicht nur für Plastikflaschen und Co., sondern auch für Metallverpackungen. Denn auch diese landen jetzt in der gelben Tonne, die alle 4 Wochen abgeholt wird. Thomas Brenner und Daniel Riesenhuber erklären uns heute, was das genau bedeutet. Ganz einfach, in die gelbe Tonne gehören alle Verpackungen außer Glas und Papier. Es ist von der Alu-Getränkedose über die Hundefutterschale bis hin zum Deckel vom Gurkenglasl und den Tetrapacks, Getränkeverpackungen, das gehört alles in die gelbe Tonne. Was nichts in der gelben Tonne verloren hat, sind neben Glas, Papier und Kartonagen auch Nägel, Schrauben und Kleineisen sowie Restmüll. Also etwa Hygieneartikel, zerrissene Kleidung oder Windeln. Wieso diese Umstellung vorgenommen wurde, hat uns Thomas Brenner auch verraten. Die EU hat Recyclingziele vorgegeben, wo alle Verpackungen bis zum Jahr 2025 zu 65% recycelt werden müssen. Bis zum Jahr 2030 sind es 70%. Das ist der Hauptgrund, warum das passiert. Wir haben momentan Recyclingquoten bei den Verpackungen, wenn man nur den Kunststoff hernimmt, um die 30%, und das ist noch viel zu wenig. Es landen immer noch 20% der Verpackungen im Restmüll, und um diese Wertstoffe aus der Restmülltonne zu bekommen, hat man gesagt, bitte ab ins Gelbe. Dass die Mülltrennung in diesem Fall nicht mehr von uns selbst übernommen wird, heißt jedoch nicht, dass diese nicht mehr geschieht. Denn moderne Sortieranlagen können die Wertstoffe, die in der gelben Tonne landen, sehr sauber trennen. Das geht mit Schwerkraft, das geht mit Magnetismus, das geht mit elektromagnetischen Wirbelströmen bis hin zu optischen Erkennungssystemen, die dann die Shampoonflaschen zum Beispiel mit einer Kamera erfassen und mit Druckluft dann in die richtige Box blasen. Somit hat man die ganzen einzelnen Wertstofffraktionen sehr sortenrein und die können dann ihre bestimmungsgemäßen Recycling weiterverwendet werden. Damit die Trennung reibungslos funktioniert, gibt es jedoch auch ein paar Dinge zu beachten. So muss etwa der Deckel eines Joghurtbechers getrennt vom Becher selbst in die gelbe Tonne geschmissen werden. Und auch Verpackungen wie Chipstüten sollten nicht in Dosen gesteckt werden. Darüber hinaus gibt es einige Tipps, damit die gelbe Tonne nicht zu voll wird. Der beste Abfall ist der, der erst gar nicht entsteht. Wenn Sie in dem Fall jetzt Verpackung nicht vermeiden lässt, dann bitte verwendet Mehrwegverpackungen. Wenn dann Verpackungen doch zu Abfällen werden, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man das Volumen reduziert in der gelben Tonne, indem man die PET-Flasche einfach nimmt, den Schraubverschluss öffnet, diese zusammenpresst und den Schraubverschluss wieder schließt, so hat man um 2/3 weniger Volumen. Dasselbe gilt natürlich auch für Aludosen oder Konservendosen. Wenn man die nimmt, einfach draufsteigt einmal, dann werden die sehr flach und das Volumen ist schon reduziert. Geht einem dennoch der Platz in der Tonne aus, dann kann man sich kostenfreie Rollen mit gelben Säcken am Gemeindeamt oder beim ASZ abholen. Doch nicht nur beim Verpackungsmaterial ändert sich etwas. Also wir sind gerade dabei, im Bezirk von den kleinen Schüttbehältern auf große Glashubbehälter umzustellen. Das bedeutet eine massive Reduktion der Sammelinseln, aber keine Reduktion des angebotenen Sammelvolumens. Und unsere Bitte ist daher, wo schon umgestellt ist, also in den nächsten 14 Tagen werden die restlichen Gemeinden umgestellt, bitte nutzen Sie zur Glassammlung ausschließlich nur noch diese öffentlichen Sammelinseln und bitte auch nur zur Glassammlung und bitte werfen Sie keine Blechdosen in die Glascontainer hinein. Gebrauchsglas soll ebenfalls nicht in den Glascontainern landen. Dieses kann man direkt beim ASZ abgeben. Zukünftig wird auch die Biotonne ein Teil der Grundgebühr werden. Werden organische Abfälle richtig entsorgt, können diese verwertet werden. In naher Zukunft vielleicht sogar zu grünem Gas.